Hey, was geht ab, Freunde des Internets? Ich bin Cedar Slack mit einem neuen Video zu GTA 5 Online. Und zwar gibt es heute mal 5 Dinge, die GTA 5 Online scheiße machen. Video geht los, viel Spaß dabei. Ja Leute, versteht mich nicht falsch, für mich ist GTA 5 bzw. GTA 5 Online wirklich ein geniales Spiel und ich bin ein absoluter Fan davon. Trotzdem gibt es in dem Spiel die ein oder andere Sache, die den Online-Modus anstrengt, ja, wenn nicht sogar scheiße macht. Deswegen gibt es heute mal meine Top 5 Dinge davon. Und auf der Nummer 5 haben wir mal überteuerte Updates und utopische Preisvorstellungen. Aber eine Sache zuvor, ich weiß, die DLCs sind alle kostenlos und dafür, Leute, sollten wir auch wirklich Rockstar Games echt danken. Sein. Ich meine, stellt mal vor, wir wären bei einem anderen Publisher und müssten für jedes DLC 10 oder 20 Euro bezahlen, nur um es spielen zu dürfen. Also da kann man dann echt froh sein, dass die Updates alle kostenlos sind. Trotzdem finde ich es echt mega schlimm, dass Rockstar Games besonders in den letzten 3 Jahren sich so sehr auf Sharkass beschränkt hat. Denn falls ihr es nicht wusstet, Rockstar Games verdient nur mit dem Verkauf eines Spieles Geld und mit dem Kauf von einer Sharkcard. Also mit mir zum Beispiel hat Rockstar Games nur 2-mal Geld verdient. Einmal nämlich, als ich GTA 5 für die PS4 gekauft habe und dann nochmal, als ich es für den PC gekauft habe. Das bedeutet, Rockstar Games kann eigentlich nur stetiges Geld annehmen, indem sie Sharkcards verkaufen, weil die DLCs an sich sind ja kostenlos und genau deswegen werden die ganzen DLCs auch so unglaublich teuer, damit sich halt mehr Leute eine Sharkcard kaufen. Was Rockstar Games im Dezember 2018 dann halt komplett verkackt hat, war zum Beispiel das Arena Wars DLC, denn dieses DLC hatte so viele Extrazahlmöglichkeiten und außerdem war das DLC an sich schon enorm teuer. Es gab Outfits, die haben 100 bis 200.000 Euro gekostet, beziehungsweise Dollar. Und das ist nur was, was man sich anziehen kann. Und auch mit dem Nightclub DLC, da gab es zum Beispiel die Geschichte, man kann sich nur den Terabyte kaufen, wenn man einen Nachtclub hat. Und das macht halt auch keinen Sinn. Wieso kann man sich nicht einfach so den Terabyte kaufen? So, jetzt aber kurz was anderes. Wenn ihr nämlich günstiges GTA-Cash braucht, dann schaut mal auf Loot4Games vorbei. Link ist dazu unten in der Videobeschreibung, denn dort könnt ihr euch zwischen 15 und 200 Millionen Dollar auf euren bestehenden Account modden lassen. Und das Beste ist, bis heute wurde noch kein einziger Kunde gebannt. Wenn ihr also knapp bei Kasse seid und eine ganze Menge Geld in GTA Online euch kaufen möchtet, dann schaut einfach mal auf den Link unten in der Videobeschreibung, wie gesagt, vorbei. Ist ein Reflink, das bedeutet, einen kleinen Anteil bekomme ich davon, ihr bezahlt aber nicht mehr und das ist halt wirklich eine gute Seite. Jetzt würde ich aber sagen, genug Eigenwerbung, machen wir weiter mit der Nummer 4, denn da haben wir die Sache, dass irgendwie jedes DLC ein Militär-DLC ist. Und das fuckt auch einfach mega ab. Aber was meine ich denn jetzt mit Militär-DLC? Nun, es ist so, dass wirklich jedes DLC heutzutage immer in eine Militärrichtung abschweift. Es gibt immer mega viele bewaffnete bzw. gepanzerte Fahrzeuge und sowas passt halt einfach nicht in jedes DLC. Sogar beim Nachtclub-DLC hatten wir Militärfahrzeuge. Das Ding ist ja, ich feiere bewaffnete Fahrzeuge auch. So ist das ja nicht. Es ist schon lustig, man kann auch so viel damit machen. Es gibt auch Leute, die damit Quatsch machen, keine Frage. Aber wieso macht Rockstar Games nicht einfach Updates, die strikt einer Linie folgen? Zum Beispiel, wie das damals beim Biker-DLC war. Da gab es wirklich nur Bikes. Oder beim Import-Export-DLC. Da gab es auch nur Sachen, die zu Import-Export passen. Aber das waren auch irgendwie die einzigen DLCs, die nicht komplett ins Militär abgeschweift sind. Also die ganzen heutigen Updates, die beschäftigen sich eigentlich nicht mit dem eigentlichen Content, sondern nur beiläufig. Man hat den Eindruck, dass irgendwie der Hauptcontent des Updates bewaffnete Militärfahrzeuge sind. Von daher, Rockstar Games, überlegt doch einfach mal, ob ihr wieder getrennte DLCs machen wollt und nicht einfach jedes DLC noch mit Militär vermischen wollt. Das nervt doch einfach. Auf der Nummer 3, da werden so viele Leute sagen, ja Mann, das fuckt echt ab in GTA Online, das ist einfach scheiße. Sowas nämlich wie mit dem Oppressor Mark II. Denn ich weiß, viele Leute machen damit wirklich Müll, obwohl das eigentlich nicht sein muss. Denn an sich ist das Oppressor Mark II einfach ein geiles Bike. Aber wie mit so vielen schlechten Dingen in der Welt, die Dinge an sich sind nicht schlecht, nur der Mensch, der es benutzt, der ist halt schlecht. Und so ist es mit dem Oppressor zum Beispiel auch. An sich ist das Oppressor halt wirklich lustig, aber es gibt einfach ein paar Leute, die damit einfach abfucken. Und das nervt mich auch, das muss ich einfach sagen. Wenn du zum Beispiel irgendeine wichtige Mission oder sowas machst und die Leute dir einfach hinterherfliegen und deine Sachen kaputt machen wollen. Ich weiß, das ist auch die Aufgabe von den anderen, aber ich finde es einfach ein bisschen nervig, wenn sie da mit dem Oppressor hinterherfliegen und dann einfach mit den Lenkraketen das Ganze machen. Und ich finde, das dann zu missbrauchen, diese Auto-Aim-Sachen, ist halt einfach super anstrengend. Oder auch wenn man einfach keine Mission macht, sondern wenn man einfach nur so in GTA Online Spaß haben möchte, dann gibt es halt auch tausende Leute, die nicht nur den Oppressor nehmen, sondern die zum Beispiel auch den Laser nehmen oder die Hydra oder so und dich dann einfach abfacken und in die Luft sprengen. Denn ja, wenn du so eine Business-Mission machst, dann haben die anderen Leute die Aufgabe, dich zu töten. Aber wenn du einfach nur so rumchillst, dann hat keiner
keiner die Aufgabe, dich zu töten. Und trotzdem gibt es dann halt Leute, die dich die ganze Zeit in die Luft springen, dich die ganze Zeit töten. Und das ist halt wirklich einfach mega unnötig und mega nervig. Da muss ich dann auch immer echt sagen, yo, danach habe ich dann irgendwie keinen Bock weiterzuspielen, weil das macht einfach keinen Spaß. Auf der Nummer 2 auch ein riesengroßes Problem. Das sind nämlich die enormen Serverprobleme. Letztens erst habe ich da wieder ein Video drüber gemacht, als es die kostenlosen 2 Millionen Dollar in GTA Online gab. Denn da sind auch wieder die Server eingeknickt. Denn es ist einfach so, Rocksteady Games hat so viel Geld, ist mit eines der reichsten Spieleunternehmen der Welt, aber die Server sind einfach teilweise richtig grottig. Und da hat man zumindest das Gefühl, wird einfach kein müder Dollar rein investiert. Und das finde ich halt wirklich ein bisschen schlimm. Und außerdem hat man nicht nur Serverprobleme. Nein, wenn die Server mal laufen, hat man trotzdem enorm lange Ladezeiten. Wir kennen das alle. Das ist so ein bisschen der Running Gag aus GTA Online. Wenn du in einer Mission bist oder eine Mission verlässt, bist du einfach erstmal 20 Minuten oben in dieser Kamera im Himmel. Und das ist einfach super anstrengend, weil du willst einfach nur ein paar Missionen spielen. Aber du bist wirklich die Hälfte der Zeit oben in den Wolken und darfst dir die Map von oben angucken. Und zudem gibt es dann auch noch super oft Speicherschwierigkeiten. Das kennen wir auch alle. Unten links steht dann die Meldung, Verbindung zu den Rockstar Cloud Servern fehlgeschlagen, Speicher fehlgeschlagen, konnte nichts gespeichert werden. Und das ist dann auch immer die Sache. Alles, was du dann erreichst in GTA Online, wird nicht gespeichert. Das bedeutet, wenn du irgendwie ein Heißfinale spielst, super viel Kohle bekommst, wurde das nicht gespeichert. Wenn du ins Casino gehst, ein Auto drehst oder so und dann das Auto in die Garage bekommen hast, wird das nicht gespeichert. In der nächsten Lobby ist alles weg. Weißt du, sowas nervt einfach super krass in GTA Online. Du willst einfach nur einen coolen Abend haben, einfach nur ein bisschen zocken, aber die Server sagen einfach so, nö. Ja, und auf der Nummer 1, das ist wirklich schade. Die immer toxisch werdendere Community. Es ist leider ein Fakt, in den letzten 2 Jahren wurde die GTA-Community einfach mega salty. Jede Gang, jedes Lager irgendwie ist einfach mega sauer aufeinander und auch zueinander. Und irgendwie gibt es einfach, wenn man das so ausdrücken will, keine Liebe mehr in GTA Online. Ich meine, könnt ihr euch noch an die Zeit erinnern, 2015, 2016 so ungefähr rum, wenn du einfach so über die Map gefahren bist, einen anderen Spieler gesehen hast, mit dem Auto dahin gefahren bist, ein paar Mal gehupt hast und schon wart ihr irgendwie Freunde, habt ein bisschen Quatsch in GTA Online gemacht. Manchmal seid ihr sogar eine Party gejoint und habt dann den ganzen Abend zusammengespielt. Wenn du das heute machst, bist du direkt in die Luft gejagt oder erschossen. Und ich finde, das ist einfach schade, weil das war irgendwie auch der Grundgedanke von GTA Online. Mit anderen Leuten Spaß haben, nicht sich die ganze Zeit nur umbringen. Kannst du irgendwie einen Ego-Shooter spielen, weißt du? Und das geht heute einfach leider gar nicht mehr. Jetzt ist irgendwie jeder im Kampfmodus und keiner kann sich mehr in Ruhe lassen. Man muss direkt jeden in die Luft sprengen. Aber gut, das war's jetzt auch mit 5 Dingen, die in GTA Online mega abfacken oder auch die GTA Online scheiße machen. Wie sieht's denn da bei dir aus? Hast du da noch weitere Dinge, die du immer super nervig findest in GTA Online? Dann schreib's mir doch gerne unten in die Kommentare rein. Ja, jetzt würde ich sagen, wenn dir das Video gefallen hat, weißt du, was du damit tun kannst. Gerne einen Daumen nach oben oder auch den Kanal abonnieren. Und ich würde sagen, bis wir uns jetzt wiedersehen, wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche und ciao.